uns vom Oberschlesischen Landesmuseum steht wieder etwas ganz Besonderes bevor. Es geht um die Konstruktion einer Seilscheibe. Was ist eine Seilscheibe? Nun, das ist das obere Teil von einem Fördergerüst eines Bergwerkes. Und bei unseren Freunden in Knurow gibt es eine solche Seilscheibe. Sie ist dort von dem Schacht vor kurzem demontiert worden. Wir sehen sie hier in dem Zustand, wie sie auf dem Boden lag. Wir erwarten in Kürze die Einzelbauteile in Ratingen, werden sie dann hier wieder zusammenbauen und wir werden sicherlich gemeinsam sehen den weiteren Baufortschritt und das Ganze, was daraus wird. Trüber und regnerischer Tag im November. Aber die Baustelle beginnt. Hinter uns ist der Bagger am Graben für das Fundament und damit wird es der Weg zum großen Ziel. Langsam wächst die Seilscheibe und es ist bei bedingt brauchbarem Wetter, dass die Arbeiten vorangehen. No bardzo dobrze, no. No tu jest tak, widzisz, no tu jest tak. No tu pójdzie. Wir sind gespannt. Der große Moment steht bevor. Seit einer Woche wurden die Seilscheiben hinter uns montiert. Nun ist der große Metallbaukasten fertig und er muss auf das Fundament gehoben werden. Dazu wird noch das Lehrgerüst montiert. Mal sehen, wie alles abläuft. Leider sind wir gegenwärtig nicht ganz im Zeitplan. Es gab Verzögerungen und Probleme mit der Befestigung der Konstruktion. Und im Hintergrund sieht man, dass immer noch an der Aufrichtung der Trägerkonstruktion gearbeitet wird.
das ist der erhebende Moment. Die Seilscheibe steht, das heißt, sie hängt natürlich mit der ganzen Last am Kran. Es werden von beiden Seiten noch die Widerlager angebracht und dann soll das Ganze zusammen passgenau in das vormontierte Gerüst gehoben werden. Die Probleme, die wir jetzt haben, sind nicht vorhersehbar gewesen. Immerhin sind es alte Teile, die wir hier verbauen. Und in diesem Falle passen die Widerlager nicht auf die Welle. Das heißt, wir haben es mit einem Problem des Alters zu tun und versuchen nun durch das Ablegen erneut die Teile ineinander zu drehen, quasi wie bei einer Schraube, wo man die Mutter aufsetzt und damit die Teile passgenau aufeinander zu bekommen. So, wir haben es geschafft. Jetzt sitzt das Widerlager drauf. Wir werden das anheben und noch einmal das Gegenlager dann versuchen zu montieren. Dann müsste die zweite Scheibe fertig zur Montage sein. Der letzte Flansch ist aus dem Haken des Kranes im Hintergrund rausgezogen. Die Seilscheiben stehen. Sie könnten sich drehen, noch drehen sie sich nicht automatisch. Das war's. Die Seilscheiben sind installiert und ein großer Akt ist vollbracht.